Hallo und herzlich willkommen bei Marios Musikmesse TV. Das ist das MXR EVH 5150 Overdrive-Pedal und das möchte ich euch jetzt mal näher vorstellen. Kenner wissen natürlich, was sich hinter der Abkürzung EVH und der magischen Zahl 5150 verbirgt. MXR hat in enger Zusammenarbeit mit Eddie Van Halen nach dem EVH 90 Phase und dem EVH 117 Flanger nun das EVH Overdrive entwickelt. Ein mehrstufiges MOSFET-Verzerrerpedal, das sämtliche von Eddie Van Halen in seiner gesamten Karriere bevorzugten und mittlerweile legendären Verstärkersounds akkurat reproduziert und jeden ambitionierten Gitarristen zugänglich macht. Das MXR EVH 5150 Overdrive ist mit einer fein abgestimmten Treibandklangregelung ausgestattet. Bässe, Mitten und Höhen können unabhängig voneinander abgesenkt oder angehoben werden. Um auch bei High-Gain-Sounds vor Einstreuungen und anderen Nebengeräuschen sicher zu sein, wurde ein Noise Gate integriert. Der Gate-Regler aktiviert das Noise Gate und leuchtet gelb, wenn es aktiv ist, und stellt die Schwelle der Smart Gate-Rauschbegrenzung ein. Gain regelt die Verzerrungsintensität. Der Output-Regler bestimmt wie gewohnt die Ausgangslautstärke. Der Boost-Schalter erhöht gleichermaßen die Anteile an Gain und Kompression. Das MXR EVH 5150 verfügt über einen True Hardwire Bypass und eine helle blaue Status-LED. Und jetzt möchte ich euch ein paar Sounds vorstellen. Thank you.
Das war's von mir zum Eddie Van Halen Signature Overdrive Pedal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, euer Mario.